Ja, liebe Geschwister, es ist mir eine große Freude, euch wieder zu sehen und bei euch zu sein, gerade an einem solchen denkwürdigen Tag, wo wir doch auf die Leidensgeschichte und den Tod und das Sterben Jesu schauen wollen und ihn ehren wollen. Gerade wenn ich schaue in den Feiertagen, die das Jahr hat, also ich rede von denen, die wir auch feiern als Christen, da ist es doch oft eine besondere Möglichkeit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und auch gerade da fragen Leute, warum gehst du da zur Kirche, zur Gemeinde? Warum lebst du so? Warum verbringst du nicht die Zeit einfach mit deiner Familie, fährst in Urlaub? Warum das alles? Und bei solchen Möglichkeiten kommt man gut ins Gespräch. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Menschen frage, was sie über das Sterben oder das Leben nach dem Tod, was sie darüber denken, merke ich oftmals, okay, die Leute haben sich entweder keine Gedanken gemacht oder sie haben es bewusst verdrängt. Und wenn man tiefer bohrt, und das kann man auch machen, wenn man ein Christ ist, dann kann man schauen, okay, bin ich ein guter Mensch? Das ist nämlich häufig die Frage, worauf es hinausläuft in solchen Gesprächen. Und dann fragst du die Person, wohin gehst du? Was denkst du? Wenn Gott entscheiden würde heute, würdest du in den Himmel oder in die Hölle gehen? Und so schön wir uns das teilweise mit Bildern ausmalen, der Himmel so schön mit Wolken immer wieder, die Hölle ist dann das Böse mit dem Feuer, so eine drastische Realität steckt doch dahinter. Und in einem ganz einfachen Gespräch, ich komme da nicht immer direkt mit der Peitsche, du bist in der Hölle, weil du Jesus nicht hast, nein. Jesus hat uns Feingefühl gegeben und wir lieben die Leute, nur deswegen führen wir so ein Gespräch. Und dann fragst du den Menschen, okay, was denkst du? Und häufig kommt doch die Antwort, ah, ich bin ein guter Mensch, ich verhalte mich so einigermaßen in den Bahnen, ich habe noch niemanden getötet, ich habe auch so viele Leute nicht übers Ohr gehauen, eigentlich lebe ich ganz in Ordnung. Und Gott hat uns einen relativ einfachen Maßstab gegeben, schon im Alten Testament. Und allein wenn wir da die 10 Gebote als Schablone nehmen, wo wir messen, finden wir etwas. Und zwar, mal eine Frage gewissermaßen in die Runde. Wer von euch hat noch nie eine kleine Notlüge irgendwie mal rausgelassen? Also ich bin schuldig, kann ich bekennen. Bei mir auf der Arbeit gibt es so ein ungeschriebenes Gesetz. Ich habe es nicht gemacht und ich mache da eigentlich auch nicht mit. Aber ein Kuli, der herrenlos auf dem Schreibtisch liegt, der ist frei und wild. Ja? Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Kulis schon von mir eingesteckt wurden oder welche ich außerdem unwissentlich so eingesteckt habe. Ja? Oder von den Jüngeren. Wer hat zu Hause noch nicht einmal ein bisschen über die Schulnote geflunkert? Und auch wenn meine Eltern hier drin sitzen und es vielleicht noch nicht wussten, auch ich habe das gemacht. Und laut den 10 Geboten, wenn wir das so betrachten, sind wir, wenn wir flunkern, Lügner. Wenn wir einen Kuli wegnehmen, sind wir Diebe. Und wenn jemand oder wenn ich einmal eine Frau mit Lust angeschaut habe, wie es sich nicht gebührt, bin ich ein Ehebrecher nach dem Gesetz Gottes. Denn Gott ist heilig und rein. Und was wäre letztendlich nach diesen Punkten vor Gericht, vor Gott am Ende? Vermutlich eher schuldig. Und das Gesetz Gottes sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das ist ein Problem. Und genau aus diesem Grund ist Jesus doch gekommen. Heute schauen wir an, wo Jesus das ganze Wunderwerk vollendet hat. Jesus kam, weil wir Sünder sind und weil wir diesen Preis vor Gericht, vor dem Gericht Gottes nicht bezahlen können. Denn mit guten Werken können wir es nicht tun. Und Jesus wusste ganz genau, wie begrenzt wir sind. Und er hat uns schon seit jeher geliebt und das ist das Gute. Und ich möchte mit euch einmal anschauen in Matthäus 26, die Verse 31 bis 35. Hier geht es um Petrus. Da sprach Jesus zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir. Denn es steht geschrieben in Sacharja 13, Vers 7,
Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Und wir alle kennen das Evangelium, wenn du glaubst und Buße tust und ein neues Leben beginnst, schenkt dir Gott ewiges Leben. Und da ertappe ich mich, dass ich sage, okay, ich habe jetzt diese Vorsätze, ich möchte wachsen im Glauben, ich möchte vorangehen in der Heiligung und ich würde niemals dies oder das tun. Und ich habe Vergebung in allem, keine Frage, aber immer wieder finde ich mich wieder an einer Situation, wo ich sagen würde, niemals mehr will ich in dieser Art und Weise sündigen. Und Petrus hat sich vorgestellt, Jesus, dem ich jetzt jahrelang gefolgt bin, vielleicht mein bester Freund in allem, der alles für mich gegeben hat, der mir ein perfektes Leben vorgelebt hat, der nie etwas mir gegenüber Schlechtes getan hat. Er hat mich nie belogen, nie hintergangen. Er hat niemals mir irgendwie eine Verletzung zugefügt. Er hat nicht mal anderen etwas getan. Für diesen Menschen würde ich meine Hand ins Feuer legen, garantiert. Und egal wer da irgendetwas sagt, diesen Menschen würde ich niemals verlassen. Nachvollziehbar eigentlich, oder? Also ich an meiner Stelle, ich hätte da wahrscheinlich genauso geredet, weil so gut und vollkommen wie Jesus Christus war, ich hätte so gesprochen, mit Sicherheit. Weil Petrus hat es gesagt und wir lesen quasi in dem letzten Vers, den ich gelesen habe, das Gleiche sagten auch alle Jünger. Wenn wir in die aktuelle Politik und Weltgeschichte schauen, schauen wir in unsere Vergangenheit. Hitlerzeit. Schrecklich, was verübt wurde an Genozid. Ich meine, als deutsches Volk werden wir genug daran erinnert. Das ist nicht der Punkt. Aber kann ich sagen, dass ich damals dort gestanden wäre und nicht gejubelt hätte, wenn Adolf Hitler irgendeine Rede gehalten hätte? Wäre ich vor dem Kreuz Jesu gestanden und hätte ihn nicht verspottet und verhöhnt? Das ist die Frage. Und Jesus wusste um all diese Dinge, dass wir Menschen so begrenzt sind. Und deswegen kam er. Aber er hat dann auch zu Petrus ganz klar gesagt, ehe der Kran dreimal kräht, der Hahn dreimal, Kran kräht nicht, ja, wirst du mich dreimal verraten. Und wir Menschen sind leider begrenzt. Und das möchte ich euch auch weiter aufzeigen. Wir lesen dann die folgenden Verse ab Vers 36, wo es dann um den Garten Gethsemane ging. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Jesus hat seine Jünger Stück für Stück darauf vorbereitet, was passieren würde.
Sie haben es vielleicht alle nicht verstanden, was es bedeuten würde, dass Jesus wirklich von ihnen geht und dass er sterben würde. Aber er hat sie Stück für Stück darauf vorbereitet, dass er nicht mehr da sein wird. Und nun, er deutet an, immer wieder, dass es zu Ende gehen wird. Und er sagt zu ihnen, Leute, es ist jetzt wichtig. Ich muss gehen und beten. Ich brauche Kraft aus Gebet. Ich muss mit meinem Vater sprechen. Kommt mit, wacht mit mir, unterstützt mich. Und wie war es? Es war wahrscheinlich dunkel. Vielleicht war es auch gemütlich draußen in diesem Garten. Und die Jünger sind eingeschlafen, sie haben es nicht geschafft zu beten. In dieser Bibelstelle finde ich mehrere Dinge über Gebet, die mir wichtig geworden sind. Und zwar, Jesus geht hier nicht einfach und sagt, okay, wir beten jetzt alle zusammen am Tisch, sondern er geht extra weg an einen Ort, um mit seinem Vater im Himmel allein zu sein. Ich persönlich in meinem Gebetsleben, ich merke den Unterschied, wenn ich gewissermaßen irgendwo bin, wo viel um mich herum los ist, wo ja halt Dinge auf mich einprasseln, irgendwelche Reize kommen und du musst trotzdem die ein bisschen verarbeiten und du betest. Oder der Unterschied dazu, dass du irgendwo hingehst, du hast deine Ruhe und Stille und du kannst dich fokussieren auf Gott und nichts kann dich ablenken in dem Moment. Jesus hat das täglich gemacht. Immer wenn wir, oder wenn wir das Neue Testament durchlesen, die Evangelien, finden wir das. Selbst Jesus hat Unterstützung im Gebet gebraucht oder wollte diese Unterstützung von seinen Jüngern. Er war Gottes Sohn. Er war besser, als wir es jemals sein könnten. Doch auch er bat um Unterstützung im Gebet. Denn er war zu 100% Mensch. Wir können es sehen, wie wir wollen. Okay, der Heilige Geist hat bei ihm besonders gewirkt und Gott hat immer volles Auge auf ihn gehabt. Trotzdem war er Mensch und er hat jegliche Anfechtung und jegliche Sünde, die du hättest begehen können, hatte er auch zur Option. Jesus hätte genauso hingehen können und hätte seiner Mutter irgendwann, weil er vielleicht außersehen eine Schüssel umgeschubst hatte, die vielleicht zu Bruch gegangen ist, hätte er auch sich entscheiden können, ah, das war ich nicht. Hätte er machen können. Jesus hätte genauso gut zu jeder Zeit ungehorsam gegenüber seinem Vater im Himmel sein können, weil es zu schwer geworden wäre. Er hatte die Option, genauso wie wir Menschen sind. Und doch hat er sich gegen Sünde entschieden, denn Sünde ist gewissermaßen eine Option, die uns Satan gibt oder die unser Fleisch uns gibt, die aber keinen Bestand hat. Wenn wir in Heiligkeit leben, dann ist es etwas, das uns gut tut. Sünde, egal welche Sünde wir anschauen, ihr könnt im Kopf durchgehen, was ihr wollt. Die Sünde letzten Endes, wenn ihr weit genug denkt, sie führt zu etwas Negativem. Genauso sind auch diese 10 Gebote, von denen wir es am Anfang hatten, sind nicht nur einfach irgendwelche Gebote Gottes, die einfach so aufgestellt wurden, weil er Gott und König und der Allmächtige ist. Nein, sie sind auch da, weil sie uns gut tun. Egal, was ihr dahinter denkt, es ist gut, denn es kommt von Gott. Jesus fällt hier auf sein Angesicht und betet. Er hätte auch so hingehen können und sagen, Vater im Himmel, ich weiß, die, was weiß ich, 30 Jahre meines Lebens, ich war dir treu, ich habe nicht eine einzige Sünde gemacht, du musst mir jetzt helfen. Hier bin ich dein Sohn, du kennst mich, hilf mir. Was macht aber Jesus ein bisschen anders in seiner Helderherzenshaltung? Er wirft sich auf sein Angesicht, ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll, aber ich stelle es mir vor, dass er wirklich komplett auf dem Boden, mit dem Gesicht zu Boden war und gebetet hat zu Gott. Und er demütigt sich. Und warum? Weil der Vater im Himmel Demut würdig ist. Obwohl Jesus perfekt und vollkommen war, nie etwas falsch gemacht hat, hat er sich vor Gott, dem Allmächtigen, gedemütigt. Und wir sehen, als er dann zu seinen Jüngern sagt, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen, dass eine Stunde Gebet bei Gott kein Maßstab ist, das ist nicht viel. Für mich mag es noch viel sein, aber bei Gott, in Gottes Augen, was ist das? Eine Stunde Gemeinschaft, die ihr mit eurer Familie habt, ist das viel? Mit euren Kindern, mit vielleicht einem Freund, Freundin? Es ist nicht viel. Und diese Gemeinschaft mit Gott, wo wir doch eigentlich 24/7 immer mit ihm verbunden sein sollten,
Es war in dem Moment zu viel. Und ich wüsste nicht, ob ich nicht auch eingeschlafen wäre. Vermutlich. Diese Bibelstelle sagt uns nicht nur etwas über das Gebet, sondern auch über unser Leben, das wir als Gläubige im Geist haben. Unser Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, das hatten wir jetzt schon durch. Wir wollen Gutes tun, wir wollen Jesus nachfolgen, wir wollen anderen von ihm erzählen und doch versagen wir immer wieder. Vielleicht sogar mit dem Gleichen. Wie oft ist es mir passiert, dass ich mich doch über die gleiche Sache meines Arbeitskollegen aufgeregt habe oder über den Bürger? Oder dass ich dann doch bei einem blöden Witz mitgelacht habe? Wenn wir sehen, dass Jesus zu ihnen sagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, dann merken wir, dass Wachheit im Geist und Gebet gute präventive Dinge sind, also Dinge, die vorbeugen gegenüber Anfechtungen. Weil, wenn ich ein Leben im Geist habe, ich bin die ganze Zeit mit Gott verbunden, dann merke ich sofort, wenn etwas kommt, das nicht von Gott ist, das schlecht ist, das Sünde ist. Ich habe ein gewisses Radar dafür, weil der Heilige Geist in mir wohnt und er spricht und er zeigt mir die Dinge ziemlich klar auf. Ich finde es ein gutes Beispiel, wie wenn wir ins Tierreich schauen. Wenn wir uns anschauen, Erdmännchen, ihr kennt diese kleinen Dinger, die alle in so Herden gewissermaßen, wenn sie wachsam sind, stehen sie so da und gucken mit schnellen Köpfen immer um sich herum und warnen sich gegenseitig. Wenn irgendetwas lauert und die Schlange, die ankommt, die hat absolut keine Chance, wenn da eine ganze Horde von wachsamen Erdmännchen steht. Da selbst das schwächste und langsamste Tierchen ist irgendwann dann im Bau verschwunden, bevor die Schlange da ist. Aber habt ihr auch mal ein Erdmännchen gesehen, wenn es wirklich müde ist? Ich weiß nicht. Ich habe da eben schon ein lustiges Video im Internet gesehen, wo ein Erdmännchen, dem fallen die ganze Zeit so die Augen zu und tatsächlich ist auch eins schon so umgefallen. Bumm. Weg war's. Und dieses Erdmännchen war absolut nicht in der Lage, die kommende Gefahr zu sehen. Und genauso ist es auch in unserem Glaubensleben. Wenn wir es nicht schaffen, wach zu sein im Glauben, wenn wir nicht an Gott dran sind, dann kommt auf einmal etwas und dann wird es schwierig. Es gibt dann nämlich Zeitpunkte im Glaubensleben. Und zwar prüft uns Gott irgendwann. Und dann bist du entweder bereit, weil du an ihm warst, an ihm bist, oder du versagst ihm. Aber auch wenn wir versagen, genau dafür ist Jesus gestorben. 5. Mose 7, Vers 7. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Zu seinem Volk Israel im Alten Testament hat er nicht gesagt, ey, Leute, ich habe euch erwählt, weil ich sehe in euch das meiste Potenzial. Ich sehe, ihr seid so gut unterwegs. Ihr werdet bestimmt am besten für mich, den Allmächtigen, ausrichten und alle Völker werden dann zu euch aufschauen. Nicht bei Gott, anderer Maßstab. Gott erwählt das Kleine, das Schwache, das eigentlich in den Augen der Welt nicht viel ist. Und daran zeigt er dann seine Größe. Lukas 5, Vers 31. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Jesus Christus hätte auch sagen können, okay, ich komme auf diese Erde mit einem riesigen Heer von Engeln und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Und die Leute, die ihre Sünde durch Opfer gerade beglichen haben, okay, die nehme ich mit. Die anderen, die haben halt Pech gehabt. Denn ich bin ein heiliger Gott und ihr habt gegen mich gesündigt und seid nicht würdig. Nein, weil Jesus Christus, Gott der Allmächtige, uns geliebt hat, deshalb ist er gekommen. Er wusste, dass wir ein Problem haben und er wollte es lösen. Lasst uns schauen in Jesaja 53 und einmal sehen, wie Jesus Christus für uns gelitten hat. Jesaja 53, ab Vers 1. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte.
Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volks geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen, bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug ist in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Wir sehen hier, dass Jesaja schon viel, viel Zeit vorher prophezeit, dass Jesus Christus, der Messias, so misshandelt und sterben wird. Jesus Christus, wir haben es alle schon so oft gehört vermutlich. Wir hatten schon oft Karfreitag, wir hatten auch schon oft das Osterfest. Wir alle wissen, was es oder wie es aussah, dass Jesus Christus solche Dornen in den Kopf geschlagen wurden. Wir wissen, dass er mit Peitschen geschlagen wurde, wo einem die Haut wo einem die Haut weggerissen wurde vom Körper. Wir wissen, dass er geschlagen wurde, bespuckt wurde. Unschuldig. Und wenn ich bedenke, dass ein Freund von mir, der unschuldig ist, alleine, sagen wir mal, er ist trotzdem ein Sünder gewesen, aber er ist unschuldig im Sinne der Anklage. Er hat nicht gemordet, wie ihm vielleicht jetzt vorgeworfen werden würde. Ich würde, Stand jetzt, aufstehen und es schrecklich finden, dass er hingerichtet wird. Und doch ist es passiert hier, ohne dass sich jemand entrüstet hätte und gesagt hätte, halt, stopp, das tun wir jetzt nicht. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Vielleicht wäre ich sogar derjenige gewesen, der sein Gesicht weggedreht hätte vor ihm, weil ich nicht hätte anschauen können, wie er aussieht. Aber vielleicht hätte ihm mein Blick ja doch etwas Kraft gegeben und trotzdem hätte ich mein Gesicht vielleicht abgewendet. Wenn wir das Leben Jesu anschauen, hat er doch nichts anderes gemacht, als an uns, an die Menschen zu denken. Denn jemand, der bei Gott war, kommt nicht einfach so in diese Erde und lebt als Mensch. Jesus hat die ganze Zeit nur dieses Ende verfolgt. Und er hat gelitten für unsere Sünden. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und das ist doch die erleichterndste Botschaft der Welt. Weil Gott hat mich irgendwann an einen Punkt gebracht, wo ich gemerkt habe, ich kann es nicht schaffen. Ich kann nicht gerecht werden aus mir selbst und ich bin kein guter Mensch. Von mir. Mein Fleisch ist nicht gut. Und deshalb war das so eine schöne Botschaft, dass Jesus Christus kam und gestorben ist für dich und mich, auf das wir leben. Lukas 23, Vers 39 möchte ich lesen. Wer eine Bibel hat, darf gerne auch mit aufschlagen. Und in dieser Stelle sehen wir wieder, dass der Maßstab Gottes doch wieder ganz anders ist, als ich doch erwartet hätte. Ich sehe den ganzen Leidensweg Jesu und was er alles vollbracht hat. Okay, er war unschuldig, leidet trotzdem und er setzt wieder einen drauf. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist?
Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er wird nochmal verspottet, als er am Kreuz hängt. Und Jesus hat auf gut Deutsch gesagt, nichts Besseres zu tun, als nochmal gut zu sein. Nochmal zu vergeben. Einem Menschen, der keinerlei Aussicht hatte, jemals in seinem Leben noch etwas Gutes für jemand anders zu tun. Er hatte keinerlei Aussicht, nochmal irgendwie besonders in Heiligkeit hervorzustechen. Er hat vielleicht die letzten Minuten seines Lebens am Kreuz nochmal gehangen und hat um Gnade ersucht. Und unser allmächtiger Gott hat es ihm gegeben. Und dieser Gott ist würdig, dass ich mein Leben für ihn lebe, denn so gut kann keiner sein. Zum Abschluss möchte ich noch mit uns einen Vers lesen, der wirklich erbaulich ist. 2. Korinther 5, Verse 19 bis 20. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott hat sich mit uns versöhnt durch sich selbst. Und du sitzt hier im Glauben an ihn nicht, weil du besonders stark warst vielleicht, sondern weil Gott dich gefunden hat. Das war bei mir zumindest so, ich weiß es. Ich bin nicht auserwählt gewesen, weil ich besonders irgendwie herausragend war. Es war reine Gnade Gottes. Und das ist das Schöne. Und doch möchte ich Gott gerade dafür ehren, weil es so etwas Unglaubliches ist. Und ich wünsche uns allen, wenn wir an diese Sache gedenken, nicht nur einfach Gedanken der Besinnung und vielleicht etwa ins Traurige, sondern eine tiefe Freude. Denn was bedeutet es für uns jetzt? Es bedeutet absolute Freiheit. Dein Gewissen ist entlastet, wenn du Jesus abgibst. Egal, was du vorher gemacht hast, dieser Mensch, der am Kreuz mit Jesus hing und er ein Verbrecher war, der es verdient hatte, er hat Gnade empfangen und bei ihm war keinerlei Aussicht mehr, nochmal etwas zu tun. Und daran merke ich, es ist rein aus Gnade. Nicht, dass ich irgendetwas getan hätte, was das rechtfertigen würde, dass ich Vergebung bekomme. Rein aus Gnade. Und das ist wichtig, weil wenn ich denke, ich muss irgendetwas erreichen oder ich sündige und denke, jetzt muss ich nochmal 2 Tage wieder gut leben und irgendwie, keine Ahnung, 5-mal am Tag gebetet haben, dann führt das zu nichts, außer, dass wir weiter weg von Gott kommen. Rein aus Gnade. Und deswegen wollen wir an Jesus Christus gedenken, weil er uns so sehr geliebt hat, dass er Gnade hat walten lassen und uns errettet hat durch seinen Tod am Kreuz. Es war schrecklich, was er durchlebt hat, doch er hat an dich gedacht, weil er kannte schon alle Zeit im Voraus, als er beim Vater war. Und er hat auch an mich gedacht, weil er wusste, dass wir es einfach nicht schaffen. Und es ist ermutigend, dass wir sehen, okay, die Jünger, die 3 Jahre lang Seite an Seite mit Jesus Christus umhergegangen sind, sie waren, oder ich weiß nicht die Anzahl an Jahren vielleicht, das habe ich jetzt vielleicht nur im Kopf gehabt, aber auf jeden Fall waren sie jahrelang mit Jesus Christus am Leben, Tag für Tag. Und selbst sie haben nicht geschafft. Der göttliche Maßstab und so gut wie Gott ist, das schaffen wir nicht alleine. Aber wir haben Jesus Christus und er wohnt in uns. Und wenn du ihm dein Leben noch nicht gegeben hast, dann bitte ihn um Vergebung, tue Buße und er wird dir ein Leben geben, das so lebenswert ist, dass du es dir bis jetzt noch nicht vorstellen konntest. Denn es gibt nichts Besseres als mit einem freien Gewissen, einer freien Seele, mit einer Hoffnung auf die Zukunft zu leben. All die Politik, alles, was auf uns einprasselt, alles, wo wir denken, okay, die Welt geht vielleicht bald unter oder wir denken, was ist denn mit meinem Haus, verliere ich es oder
ach, wie wird es später sein mit den Finanzen oder wie sieht es aus mit Kindern? Werden sie in eine schreckliche Welt geboren? Jesus ist unsere Hoffnung und er hat uns alles gegeben und dieses Leben ist wirklich lebenswert. Ich würde es nie wieder eintauschen wollen gegen allen Wohlstand dieser Welt. Lasst uns noch aufstehen zum Gebet und dem Herrn dafür danken, was er getan hat am Kreuz, was er bezahlt hat für unsere Schuld. Jesus, ich danke dir, dass du so viel getan hast für mein Leben. Danke dir, dass du mich gesehen hast, auch meine Fehler und all das, was ich noch verbocken werde in meinem Leben und dass du trotzdem ans Kreuz gegangen bist. Herr, ich würde es nie bezahlen können. Und ich danke dir einfach für diese Gnade, die du uns Menschen schenkst und geschenkt hast. Danke dir, oh Herr, dass du diesen Weg gegangen bist, voller Qualen. Herr, wir können es uns nicht vorstellen. Wir wollen dich loben und preisen und dir Ehre bringen, Herr. Schenk uns den Heiligen Geist, erfülle uns, dass wir wirklich verstehen, wie es ist, ja, so zu leben, wie du es möchtest. Und sei du bei uns an diesem heutigen Gottesdienst. Und schenk uns eine Freude, weil du die Freude bist, o Herr. Schenk uns, dass wir voller Hoffnung und Zuversicht in dieser Woche leben und auch wirklich ein Licht sind für die Leute um uns herum, die dich nicht kennen, dass sie ja, deine Schönheit auch erleben können und deinen Frieden, Herr. Segne uns bitte an diesem Morgen und sei du bei uns. Amen. Lieber Vater in den Himmeln, so bitten wir dich ganz herzlich um deinen Segen. Und Jahwe, der allmächtige Gott, unser liebender Vater in den Himmel, er segne und behüte dich. Jahwe, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Jahwe, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen. Amen.